ich mache heute mal ganz kurz einen Vlog für euch. Und zwar möchte ich zwei, drei Sachen mit euch besprechen, die auch Auswirkungen auf meinen Kanal haben könnten. Und ja, darum soll es heute gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes möchte ich mit euch vorab erstmal ganz kurz mein Gewinnspiel zu Bob der Streuner noch mit auslosen. Heute ist Freitag, der 26.05. Ich hatte ja gesagt, dass das Gewinnspiel bis zum 25.05. läuft. Das war gestern und ich habe jetzt alle Gewinne mal hier reingetan und dachte, ich lose es gleich mit euch aus und ich werde den Gewinner dann vorab schon informieren. Dieses Video wird dann am Dienstag online gehen, am 30.05. und dann werde ich den Gewinner bis dahin aber schon informiert haben. Aber ich dachte, ich mache das hier gleich nochmal mit und dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. Und ich ziehe jetzt auch gleich mal den Gewinner. Ich guck auch nicht hin, ich gucke zu euch. Nee, so viele Zettel sind das gar nicht hier drin. So, ich habe einen jetzt. Ich hatte immer zwei, die hatten sich verkeilt. So, und gewonnen hat die Librellis. Tada! Meine Schrift kann kein Schwein lesen und es stellt auch nicht scharf die Kamera. Da. Map! Verdammt, könnt ihr es lesen? Ich glaube, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch an die Librellis. So viel erstmal zum Gewinnspiel. Ich möchte mit euch noch über zwei, drei andere Sachen sprechen. Wie ich bereits sagte, kann es Auswirkungen auf meinen Kanal haben. Ich dachte, ich erzähle euch erstmal ganz kurz grundsätzlich was zu meiner Situation, die ich seit ein paar Wochen habe. Ich habe es seit ein paar Wochen so, dass ich dauerhaft irgendwie krank bin und es kotzt mich einfach nur noch an. Erst hatte ich dauerhaft Kopfschmerzen, dann war ich erkältet zwischendurch, dann hatte ich wieder dauerhaft Kopfschmerzen, was ich dann als eine Stirnhöhlenveralterung rausstellte, mit dieser ich auf Arbeit gegangen bin und es war einfach alles nicht mehr schön. Und dann am Montag habe ich einen Hexenschuss gehabt. Also es ist wunderbar alles bei mir. Es läuft super, ne? Also ja, deswegen sitze ich heute auch auf der Couch, weil ich auf dem Fußboden gar nicht sitzen kann. Ich muss mal gucken, wie lange ich es auf dieser Couch hier aushalte, denn mir tut der Rücken weh. Aber ich war heute früh nochmal beim Arzt und habe mir eine Spritze geben lassen gegen die Schmerzen und gegen die Krämpfe im Rücken. Also ja, ich hoffe, es wird wieder. Denn damit kommen wir zum zweiten Punkt, was ich euch erzählen wollte. Ich muss nächste Woche wieder fit sein, also wenn dieses Video online geht, ist ja schon nächste Woche, dann ist ja schon Dienstag und dann bin ich hoffentlich auch wieder auf Arbeit, denn ich muss fit sein, denn ich hatte es in meinen My Week Videos schon öfters mal gesagt, dass mir die Arbeit nicht mehr ganz so viel Spaß macht und dass ich ja jetzt auch nicht mehr zu Hause arbeiten kann und dass ich einfach das Gefühl habe, ich brauche eine Veränderung. Deswegen habe ich mich auch beworben bei uns in der Firma intern für eine andere Position und es hat geklappt und ich fange am Donnerstag quasi meinen neuen Job an und da das etwas komplett anderes ist, wie das, was ich bisher gemacht habe, muss ich mich da echt am Anfang ein bisschen reinknien und auch echt hinterher sein und schnell lernen und mir da auch alles aneignen, was ich dafür brauche, weswegen ich höchstwahrscheinlich nicht mehr so viel zum Lesen kommen werde. Und ja, ich dachte, ich sage euch das vorab, weil ich habe ja in den letzten Monaten wirklich unglaublich viel gelesen. Ich glaube, jetzt im Mai aktuell, heutigen Tages, stehe ich bei 13 oder 14 Büchern, die ich diesen Monat gelesen habe und ja, so viel wird es dann definitiv nicht mehr werden. Also ich gehe mal einfach von aus, dass ich so viel es nicht mehr schaffen werde zu lesen. Und das heißt logischerweise, ich werde auch nicht mehr so viele Videos drehen können. Denn ich habe nun mal einen BookTube-Kanal, wo es halt um das Thema Bücher geht. Und wenn ich nicht viel lese, dann kann ich logischerweise auch nicht viele Videos drehen. Was heißt, dass es sein kann, dass es bei mir auf dem Kanal in den nächsten Wochen ein bisschen ruhiger wird. Also wundert euch nicht, ich habe jetzt seit ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren immer kontinuierlich drei Videos die Woche hochgeladen. Immer Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Es sei denn, es war mal irgendwas da dazwischen, dann habe ich Mittwoch und Sonntag ein Video hochgeladen. Ich versuche auf jeden Fall das Sonntagsvideo beizubehalten und definitiv jeden Sonntag ein Video online zu stellen und da auch was zu drehen. Denn ich glaube jetzt nicht, dass ich gar nicht mehr lesen werde. Das würde ich auch selber nicht wollen, denn ich lese einfach viel zu gerne da dafür. Und ja. Aber ich dachte, ich berichte euch das mal ganz kurz, dass ihr euch nicht wundert, falls es ein bisschen ruhiger wird auf meinem Kanal in den nächsten Wochen. Und ich persönlich freue mich natürlich sehr für mich, dass es geklappt hat mit dem Job. Und ich hoffe, dass ich dann jetzt wieder auch etwas glücklicher werde in diese Richtung. Und ja, drückt mir da auf jeden Fall bitte alle ganz, ganz fest die Daumen. Und ich denke mal, wir werden da schon unseren Groove finden und dass ich doch dann auch wieder regelmäßig Videos online stellen kann. Aber wundert euch nicht, ihr seid hiermit gewarnt, falls es etwas ruhiger werden sollte. Dann noch ein Thema, über was ich in den letzten Tagen, Wochen mal so nachgedacht habe, ist, brauche ich eine Veränderung auf meinem Kanal? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich
mache seit über einem Jahr den gleichen Einheitsbrei. Ich habe zwar versucht, mit der Sina ja ein bisschen was Abwechslungsreiches zu machen. Ich versuche auch so zwischendurch irgendwie immer mal, wenn ich Zeit habe, was anderes zu machen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, braucht ihr eine Veränderung? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche das irgendwie mal. Und wenn ich nur die Thumbnails anders mache, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mal wieder eine Veränderung auf dem Kanal irgendwie herbringen. Und da meine ich jetzt nicht den Kanalbanner ändern oder mein Profilbild ändern, sondern irgendwie was an den Videos ändern. Und da wollte ich euch fragen. Ihr seid meine Abonnenten, ihr seid meine Zuschauer, ihr seid diejenigen, welchen, die sich die Videos ja auch angucken. Deswegen meine Frage an euch, soll ich irgendetwas anderes machen? Soll ich vielleicht auch mehr Videos in bestimmte Richtungen machen? Soll ich vielleicht allgemeinere Videos auch mal machen? Ich weiß halt immer nicht, was ihr denn halt auch gerne sehen möchtet. Also es ist natürlich auch immer sehr, sehr schwierig, weil man bereitet sich dann auf ein Video vor und dreht das, recherchiert und dann im Endeffekt findet jeder doof. Das ist dann auch irgendwie verschwendete Mühe, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen finde ich, fährt man halt als Booktuber sehr, sehr schnell oder generell als YouTuber, glaube ich, sehr, sehr schnell seine Schiene. Man weiß, was man macht, man weiß, was die Leute sich definitiv angucken werden und dann ist es halt, finde ich, für mich auch schwierig, da wieder irgendwie einen Bruch reinzubringen und eine Änderung reinzubringen. Und ja, deswegen wollte ich euch an dieser Stelle fragen, gibt es denn irgendwas, was ihr gerne mal sehen wollen würdet oder habt ihr irgendwelche Änderungsvorschläge für mich, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ja, ich habe einfach das Gefühl, ich muss mal irgendwie wieder irgendwie was anderes machen. Also, dass der Lesemonat nicht verschwinden wird, ist klar, dass die Neuzugänge nicht verschwinden werden, das ist auch klar, das sind definitiv zwei Standardvideos, die bleiben werden. Ich weiß nicht, sollte ich das mit den letzten zwei oder drei gelesenen Büchern anders handhaben? Sollte ich es anders benennen? Ist euch das zu doof, immer zwei oder drei Bücher in einem Video? Wollt ihr lieber Einzelrezensionen? Wollt ihr mehr Bücher in einem Video? Falls ihr da irgendwelche Anregungen oder Ideen für mich habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall immer dankbar für, denn ja, wir versuchen ja auch immer nur das so zu machen, wie es für euch auch mit am angenehmsten ist. Und deswegen dachte ich, ich frage euch da einfach mal direkt. Wenn jetzt keine irgendeine Anmerkung schreibt oder irgendwas für mich als Grundidee hat, ne, dann bleibt halt erstmal alles so, wie es ist. Und wir lassen das halt erstmal alles so. Dann gehe ich davon aus, dass ihr da so rundum zufrieden mit seid. Und ja, also ansonsten gerne unten in die Kommentare. Ich habe gerade überlegt, was ich euch vielleicht mal noch erzählen wollte. Vielleicht sollte ich nochmal auf das Thema Produktsets mal zurückkommen. Falls ihr euch da gewundert habt, ich habe in den letzten Lesemonaten immer ein Produktset direkt verlinkt. Und ich wurde von der Seite gefragt, ob ich das Ganze nicht mal für die mit testen wollen würde. Produktsets, das ist noch eine relativ neue Firma, die halt diese Seite konstruiert haben. Ich glaube, für Booktuber ist diese Produktset-Seite jetzt nicht ganz so optimal, aber für Modeblog oder sowas finde ich das ganz, ganz cool, weil man kann dort Sets erstellen. Also man kann, also jeder kann diese Seite nutzen, wohlgemerkt. Und man kann dort Produkte über Amazon direkt als ein Set zusammenbauen. Und dann kann man dieses Set halt im Ganzen kaufen. Man kann einzelne Produkte aus diesem Set kaufen, aber man sieht halt gleich im Ganzen zum Beispiel für ein Outfit oder so, was hat derjenige angehabt, was hat das alles gekostet. Man kann sich da super einen Überblick verschaffen. Und ich wurde von der Firma gefragt, ob ich das Ganze vielleicht mal mit testen möchte. Und ich bekomme auch kein Geld dafür oder irgendwas. Ich habe mir einfach gedacht, ja, das sieht ganz cool aus, ich teste das einfach mal. Und deswegen sehen meine Links unten etwas anders aus. Es ist aber immer so, dass ich jedes einzelne Buch verlinke und wenn ihr auf diesen Link klickt, kommt ihr trotzdem ganz generell direkt zur Amazon-Seite. Es steht nur Produktset halt da und im Lesemonat verlinke ich einmal das Produktset für das ganze Set, falls ihr euch das nochmal angucken wollt. Also wundert euch nicht, das ist einfach nur zum Testen für die Firma, die versuchen gerade in verschiedenen Bereichen das alles auszutesten und zu optimieren und da mache ich halt mit. Also nicht, dass ihr euch da wundert, aber wenn ihr auf die Links klickt, kommt ihr ganz normal zu Amazon und könnt dort euch ganz normal Bücher angucken und anschauen und euch dann da durchklicken. Also da passiert jetzt nichts dadurch, nur weil da Produktset steht. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal kurz mit angemerkt haben, falls sich da der ein oder andere gewundert hat. Und ja, ansonsten fällt mir auch so spontan im Moment nichts mehr irgendwie ein, was ich euch noch erzählen könnte. Ich glaube, das war's auch. Ansonsten fällt mir jetzt erstmal nichts weiter ein, was ich euch noch erzählen wollte. Ich bin mit meinem Kanal eigentlich auch sehr zufrieden, wie er ist und habe da eigentlich auch nicht viel zu meckern. Aber ihr kennt das, ne? Irgendwann ist man an einem Punkt, wo man denkt, irgendwie brauchen wir mal wieder eine Veränderung. Und ja, und wenn ich einfach nur die Thumbnails in Zukunft wieder anders gestalte.
Irgendwie muss eine Veränderung her. Aber falls ihr da, wie gesagt, noch Anregungen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, das soll mein kurzer Laber-Vlog gewesen sein. Ihr seid informiert, ihr wisst Bescheid, was bei mir so los ist. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.